mysteriösen guten Abend, meine Freunde. Das Kind, was ihr heute seht, ist so mysteriös, dass selbst ich, der schlauste Mensch der Welt, Carly Columbus, nicht weiß, was mich heute erwartet. Schon seit Jahrzehnten rätseln die Menschen herum. Woher kommt dieses Kind? Was hat es zu bedeuten? Ich rede natürlich von dem Zufallskind. Als erstes Kind haben wir anscheinend die OP-Spitzhacke bekommen. Mysteriös. Boom! Und Random Kid Boost! Go! Nein! Nice! Okay, dann haben wir uns gerade nochmal so gerettet. Also nicht, dass wir die Enderperle gebraucht hätten. Lächerlich. Boom! Go, go! Zack! Scheiße! Komm her, Mann! Ciao! Okay, da kommt der letzte. Bam! So, das ist dein Ende! Zack! Nein! Scheiße! Oh, da bin ich wohl getötet. Mysteriös. Was mag wohl unser nächstes Kid sein? Das Enderman-Kid. Verschwinde! Ciao! Geh weg, Mann! Nein! Oh! Oh, zum Glück ist er noch gestorben. ja, immerhin haben wir ihn getötet. Okay, als nächstes sind wir mit dem Wolfsjungkind gespawnt. Das bedeutet, wir bekommen 6 Wölfe, können die dann zähmen und hoffen, dass sie sich nicht gegenseitig runterschubsen. Wenn ihr wisst, glaubt oder nicht, die Wölfe sind ziemlich blöd. Cool. Schau mich nicht so an, Mann! Ihr habt gar nichts gemacht! Ey, was macht ihr denn jetzt hier oben? Jungs, Alter, ich brauche auch mal meinen Freiraum! Oh, da sind alle gestorben. Boom! Und go! Zack! Nice! So, dann komm mal her! Oh! Okay, der ist weg. Okay, sehr schön, jetzt haben wir gutes Equip. Oh, und wir haben gewonnen? Weil einfach einer gerade gestorben ist. Okay. Ich hätte mir halt eingesehen, dass er gegen den MLG-Gott keine Chance hat. Ja, so kann man auch gewinnen. Ja, ja. Verschwinde! Nein! Was war das denn gerade? Oh. Was ist mit der Runde heute los? Das muss das Zufallskit sein. Oder es ist GG Anderson. Du hast mich erwischt. Ich habe die Gegner mit meinem Chi-Chi-Furz weggefurzt. Hey, na? Nice! Aber ohne Witz, als ich letztes Mal bei GG Anderson vorbeigeschaut habe, auf einem seiner YouTube-Videos, war wirklich alles voll mit Illuminati-Kommentaren. Also wirklich so viele von euch haben so Sachen geschrieben wie: GG Anderson, du scheiß Illuminati. Die Nebelenden haben dich längst durchschaut. Gib einfach auf, GG Anderson. Ich nochmal Props an euch, Mann. Ich musste so krass lachen, als ich das gesehen habe. Oh shit, das ist der letzte. Woo! Hey, na? Alles fresh da unten? Woo! Stirb! Nein! Nicht mit mir! Ciao! Nice! GG Anderson. Aber wirklich nochmal echt richtig fette Props an euch. Ich meine, was muss denn der Typ sich denken, wenn irgendwie 20.000 Leute ihm schreiben, dass er ein Illuminat ist? Dass er keine Chance hat? Dass die Nebelnenden gewinnen werden? Der hat wahrscheinlich einfach gerade wirklich gar keinen Plan, was abgeht. Oh. Ich habe echt keine Ahnung, was heute los ist. Ich glaube, das liegt an Silvester. Ach ja, und by the way, wir haben das Pyro-Kit bekommen. Bam! Und go! Woo! Los, los, los! Nice! Okay, wir haben jetzt zwar nicht seine Sachen bekommen, weil da oben alles voll mit Lava ist, aber immerhin ist er tot. Okay, da ist der letzte. Zack! Und Advanced MLG! Go, go, go! Nein! Nein! Ah! Was? Hä? Was war das denn, Mann? Was war das denn? Nein! Ich habe echt keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Aber um ganz auf Nummer sicher zu gehen, ziehe ich mir die PvP-Jacke an. Oh! Als letztes haben wir das Archer-Kit bekommen. Das ist im Prinzip einfach nur ein Bogen mit 3 Pfeilen. Ciao! Aber wie ihr schon seht, in den richtigen Händen. Durchaus tödlich. Und der Patienten hoch! Stirb! Ciao! Hohoho. Also ihr seht schon, das Kind ist echt ganz nice. Besonders dann, wenn man Gegner hat, die sich hochbauen. Oder die einfach nur dumm sind. Oh shit! Los! Okay, es lebt nur noch einer. Das schaffe ich! Psst! Ciao! Hohoho. Böse! GG! Okay!
Hey, meine Freunde! Also ihr habt schon gesehen, das Random Kid überrascht einen echt immer wieder aufs Neue. Es ist wirklich ein Heidenspaß für die ganze Familie. Und ein super guter Liebhaber im Bett. Und in dem Sinne, meine Freunde, denkt immer daran, mir weiterhin Challenges in die Kommentare zu schreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei... Skull!